So, da wären wir wieder und schauen mal, wie es diesmal laufen wird. Wir werden einfach ein wenig vorsichtiger sein als vorher. Alles, wir öffnen jetzt hier. Nix. Sondern wir gucken gleich, wo der Geist ist, bringen ihn um und ziehen uns dann sofort zurück zum Schlafen. Ah, komm, Bakata. Sehr schön. So, und weg hier. Schön zur Tür. Genau, hier. So weit, so gut. Also, wieder nach vorne. Hier kurz das Schloss knacken. So, du kommst mit. So, hier. Diesmal nicht runterpurzeln. Zack. Dich bringen wir auch wieder. Wow, das ging aber schnell bei Pausen. Zack. Ja, dich auch noch weg und dann würden wir ganz gerne wieder in Ruhe schlafen. Ups. Hier irgendwo. Wo ist die Wand? Wo ist die Wand? Oh, da ist die Wand. So, wieder hier hin. Hier hin und. Komm. Wir wollen doch nur schlafen. Der kommt von hinten, das ist gar nicht gut. Das wird dann Respawn sein. Ey. Also ja, vielleicht sollten wir doch nicht nach hinten laufen, um zu schlafen, sondern einfach da stehen bleiben, wo wir gerade sind. Wo wir gerade Geister umgebracht haben. Was ist denn hier los? Warum kriegen die so schnell auf den Deckel? Ah, okay. Die drei extra Geister könnten das erklären. So, Bakata im Alleingang. Komm schon. So. Jetzt aber. Und ich bin wieder zurückgelaufen. So, der muss jetzt sitzen, sonst wird tot. Und das war's. Ach ja, wie ich dieses Level hasse. Aber gut. Nochmal das Ganze. Schloss wird geknackt. Diesmal laufen wir nicht zurück, um zu schlafen, sondern schlafen da, wo wir gerade gekillt haben. Das wäre hier. Wir schlafen auch nur, wenn es wirklich notwendig ist. So. Zack. So, wegen so ein paar kleinen Kratzern, wie wir eben gerade hatten, zu schlafen, ist wahrscheinlich auch ein Fehler. Dadurch die Zeit schneller verstreicht. So, du kommst auch noch mit. Was haben wir hier? 8 Kronen. Entropie und nix. Und ja, ich weiß, ich bin gerade ein wenig waghalsig, so wie Vorstürme, aber dadurch verhindern wir wenigstens den Respawn. So, Heilung. Heilung. Wo sind wir jetzt überhaupt? Oh, da ist noch ein Geheimgang. Da. Klick. Und Zwergenstiefel, ein Stab, ein Schlüssel und leer. Zwergenstiefel. So, die können weg. Besser verkauft werden später. Da müssen wir hin. Hoffentlich mit nicht allzu vielen Geistern wie dir unterwegs. Okay, wie euch beide können ruhig noch mehr Geister kommen, die einfach sofort tot sind.
Was haben wir hier? Ein Schlüssel wird hier gebraucht und können wir dich knacken? This is already an unlock. Jupp. Nix. Zack, 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 zack. So, und hier passt dann... Ach nee, nicht der, der hier. Tada, Elfenbeinschlüssel. Sehr schön. So. Da geht's noch weiter. Da treten wir jetzt mal nicht auf. Oh, und das sind eine Menge Geister. Komm, weg, 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 weg. Ach, wo kommt ihr immer so schnell her? Ihr habt kein Vertrauen. Also im Englischen, was er gesagt hat, war, ihr habt keinen Glauben. Da ist ja doch schon ein geringfügiger Unterschied. Aber gut. Da werden wir wohl irgendeinen Gegenstand brauchen, den wir noch nicht haben. Denn wir haben keinen wirklich wichtigen Questgegenstand dabei. Und irgendwo ist gerade was aufgegangen. Weg, weg, weg. Was hat es hier mit den Druckplatten auf sich? Man hört immer Stein auf Stein knirschen. Ha, hier ist eine Wand aufgegangen. Da war der Bogen drin. Na gut. Also, wir wollen jetzt nur noch raus hier. Okay, noch ganz kurz gucken, was hier ist. Nix. Jetzt wollen wir nur noch raus hier. Und dann im Erdgeschoss gucken, wo der Elfenbeinschlüssel reinpasste. Denn da war eine Tür, die konnte man nicht knacken. Wo man keinen Zauberschlüssel brauchte, sondern so einen richtigen Schlüssel. So, und wir nehmen mal eine Abkürzung. Swoop. Denn ich habe keine Lust gegen... Oh oh. Und wir sollten ihm wieder ordentliche Waffen geben. Durch Trennung und Unruhe. Ich wäre auch unruhig, wenn ich durchtrennt werde. So, zack, zack, zack. Einmal Donner. Nö, nicht besser. Auch nicht besser. Und das Horn schaut aus, wenn es hier reinpasst. Wir müssen darum. Stirb, Hühnchen. Stirb, stirb. Die Feuerbälle ignorieren wir mal gekonnt. Dich ignorieren wir auch. Okay, dann nicht. Oh, fast richtig. Dadurch. Und hier machen wir noch eine Abkürzung. Tja, das heißt, wir müssen jetzt da hinten hin. Dann ist da hoffentlich der Kopf von dieser komischen Statue. Denn wir treiben uns schon viel zu lange hier in dem Turm um. Ne, hier ist der Altar. Oh, der Kopf fehlt. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, ich bin schon viel zu weit gelaufen. Hier nämlich müsste der Schlüssel dann passen. Und... Tada! Und es geht runter. Schwerter haben wir. Schlafen wir erstmal. Und dann gucken wir, was uns da unten erwartet. Ich hätte eigentlich eher damit gerechnet, dass es direkt hier hinter war. Aber es ist schon viel zu viele Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe.
Okay. Eine leere Nische, ein Frauenschrei und... Face your greed. Stell dich deiner Habgier. Silberlöwe. Zwergenhelm. Zwergenhufeisen. Zauberstab des Todes. Das dürfte mit den Nischen zu tun haben. Nur was gehört in was rein? Naja, es wird hoffentlich irgendwo Klick machen. Bisher klickt nichts. Na gut. Dann tun wir einfach mal alles irgendwo rein. Bleibt nur noch da frei. Und alle weg. Okay. Und was hat das jetzt genau gebracht? Na gut. Hier passt dann wohl der blaue Schlüssel. Take this crucible, for ye are true of heart. Place it upon the altar di Blanca to receive the ingredients for the elixir. Yes, du kommst mit. We are making good progress now. Ja, wir kommen wirklich gut voran, nachdem wir stundenlang gegen Geister gekämpft haben. War hier eigentlich noch irgendwas? Nee. So. Also, ab nach oben. Die Etage war ja richtig schön kurz. Und der Altar war da oben. Sup, 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 sup. Und ja, rauf da. Aha, this is certainly ready to make the elixir. So, und jetzt brauchen wir so vier Zutaten. Also, Sumpffläschchen. Excellent, it seems to know what it wants. Sweet, die Süße des Feindes. Den Blutstein. Und das Erdplättchen. You have butchered the creature whose flesh has never lived. You have gathered while traversing the deadly depths. You have tasted the sweetness of your enemy. You have taken powders from the heart of your mother. We have the elixir. We must find Richard quickly. Das ist auch eine interessante Trinkflasche. Aber gut. Wir sind jetzt hier im Eiffelturm fertig, wie es scheint. Auch wenn es oben noch diese Tür gab, die gesprochen hat. Aber da werden wir wohl später zurückkehren müssen. Erstmal müssen wir jetzt King Richard finden. Und wir sollten, wenn wir den Trank denn gefunden hatten, zu Dorn gehen und zum Schatzmeister. Das machen wir aber alles erstmal in der nächsten Folge. Jetzt speichern wir ab. LP 033 B. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nehmen wir einfach mal weh. Und wir sehen uns gleich wieder.